Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Schweizerzeit Politstammtisch, einer von den Sendungen, die auf dem privaten Fernsehsender Schweiz 5 ausgestrahlt werden. Für einmal sind wir nicht im Haus der Freiheit, sondern direkt hier am Stammtisch im TV-Studio von Schweiz 5 in Aarburg. Und wenn man so schaut, ist das eben so eine gemütliche Atmosphäre. Ich freue mich sehr, dass Sie heute auch wieder dabei sind. Die Sendung wird wie immer gestaltet von der Schweizer Zeit, dem bürgerlich-konservativen Magazin, wo die Standpunkt vertritt, wo andere vielleicht manchmal lieber aus dem Weg gehen. Ja, das heutige Thema hat es in sich. Sie haben es sicher auch schon verfolgt in den letzten Wochen. In 9 Tagen ist bereits wieder eine Volksabstimmung angesagt, am 9. Februar. Und es findet nämlich die Volksabstimmung statt über die Erweiterung der Rassismusstrafnorm um das Kriterium der sexuellen Orientierung. Diskussionen haben an Fahrt aufgenommen, der Abstimmungskampf ist lebendig geworden, ist kontrovers geführt worden. Und worum es bei dieser Vorlage geht, wie ist es überhaupt damals zum Referendum gekommen und was von den neuesten Entwicklungen zu halten ist, Stichwort Coca-Cola. All das diskutiere ich mit 2 Persönlichkeiten, die seit Anfang stark mit dem Thema vertraut sind, die in diesem Kampf gewirkt haben. Und es sind das nämlich der Hans Moser, der Mitglied ist im Kernkomitee, Co-Präsident vom Abstimmungskomitee und Präsident der EDU. Und der Roland Haudimann, ebenfalls im Kernteam des Abstimmungskomitee und Vizepräsident der EDU Schweiz. Freut mich sehr, dass ihr heute hier am Stammtisch seid auf Schweiz 5. Merci. Wir steigen gerade ein. Es wird von meiner Seite her werden doch heute klare Fragen kommen, dass die Leute auch daheim in den Meinungsbildungen auch vorwärts kommen, dass sie sehen, was mit dieser Vorlage alles zu beachten ist. Und da ist gerade mal ja die wichtigste Ausgangslage, dass man weiss, seit wann gibt es die Rassismusstrafnorm schon. Die gibt es jetzt nämlich schon seit 25 Jahren und die hat folgenden Zweck. Sie sollte öffentliche Hassaufrufe, Verbreitung von hasserfüllten Ideologien gegen Rassen, Ethnien und Religionen und das Lügen von Völkermord unter Strafe stellen. Im Dezember vom Jahr 2018 hat das Parlament dann entschieden, die Strafnorm, die die genannten Passagen schon enthalten, zu erweitern um das Kriterium der sexuellen Orientierung. Ist für Sie schon von Anfang an klar gewesen, wo Sie da die Debatte mitverfolgt haben, dass man da dagegen muss vorgehen muss, das Referendum ergreifen muss? Und was sind da am Anfang so die ersten Reaktionen gewesen? Ja, da hat es diverse Diskussionen gegeben. Und zwar, uns war nicht klar gewesen, vom Anfang weg, dass wir das Referendum dagegen ergreifen werden, sondern vielmehr, wir haben geglaubt und sind der Meinung gewesen, dass eine andere Organisation das macht. Für uns war aber klar gewesen, dass wir das Referendum werden unterstützen, wenn das überhaupt kommt. Dann, im letzten Moment, hat sich gezeigt, dass das Referendum nicht ergriffen wird von dieser Organisation. Und dann ist es einfach plötzlich an uns hergestellt worden. Und wir haben als EDU dann haben uns entschieden, dass man das Referendum ergreift. Und dass man hier in eine Situation reingeht, die nicht sehr gefordert hat, wo man vielleicht auch ein Stück weit Respekt hatte davor. Aber im Nachhinein müssen wir auch sagen, dass es sehr positiv war, dass man das Referendum ergriffen hat und dass man hier eingestiegen ist. Weil, wie länger schon mehr hat man festgestellt, dass die Entwicklung, die Erweiterung von der Rassismusstrafnorm schwierig wird. Dass das schwierig wird für Glaubensfreiheit, für Gewissensfreiheit, aber auch für die Meinungsfreiheit und in erster Linie für mich auch für Gewerbefreiheit. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt ja den Begriff genau anschaut, oder, was die Rassismusstrafnorm beinhaltet, oder, dann werden ja viele Leute sagen von Anfang an, es ist ja logisch, dass Hass unter Strafe gestellt wird. Oder? Und das, jetzt kann man auch verstehen, dass auch sexuelle Orientierung noch darunter fällt. Herr Haudimann, schliesslich haben wir das Referendum gleich beschlossen. Wie ist da der Start verlaufen? Ist man von Anfang an durchgekommen mit dem Argument? Ja, der Start war natürlich ganz schwierig für uns, wie auch von der Jahreszeit her, ist ja gerade im Dezember
ist das beschlossen worden im Parlament, also ist ja direkt zu laufen gekommen. Publiziert worden ist dort Ende Dezember oder Anfang Januar. Und das ist eine ganz schwierige Zeit für Unterschriften zu sammeln, um Leute zu mobilisieren. Und von dem her haben wir sehr, sehr harzigen Start gehabt. Sind uns das eigentlich wirklich bewusst gewesen und haben von dem her auch alles reingegeben. Und wir haben aber dann wirklich am Anfang ja, wirklich sehr viel müssen arbeiten und mobilisieren und Leute mobilisieren. Und ist am Anfang auch sehr, ja, können wir dazu stehen, hart gelaufen. Mhm. Eigentlich sehr lang. Bis wir sogar irgendwann müssen entscheiden, können wir weitermachen oder nicht. Mhm. Und dann haben wir aber ganz klar im Komitee beschlossen, mal, wir ziehen das durch. Und dann, wo dann wirklich der ganz klare Jahr dazu sind wirklich auch die Unterschriften die massiv gekommen. Also wirklich können die fast 70'000 Unterschriften abgeben. Mich nimmt noch Wunder, oder? Wie ist das so am Anfang gelaufen? Oder? Die EDU musste den Start machen. Sind dann noch weitere Organisationen gekommen? Und wie ist das am Anfang so ins Laufen gekommen? Das ist natürlich außerordentlich wichtig, dass man nicht so ein Referendum als Partei allein ergreifen muss. Es ist sehr wichtig, dass auch andere Organisationen dann einsteigen. Und das ist dann auch passiert. Man hat recht schnell dann Sitzungen gemacht und hat recht schnell geschaut, wo finden wir Verbündete, die mit uns so zusammenarbeiten. Ja. Und das ist dann auch geraten mit guten, mit sehr guten, mit tragfähigen Organisationen, wo man dann hat angefangen hat zusammenzuarbeiten und das sich auch gut gefunden hat. Und der Roland hat vorhin gesagt, dass zuerst harzig gelaufen ist, aber weil das harzig gelaufen ist, hat uns das auch sehr nach zusammengebracht. Mhm. Dadurch hat das eine Einheit, es hat einen Kick gegeben, es hat eine Möglichkeit gegeben, um wirklich auch miteinander austauschen und sehr, sehr speditiv noch arbeiten können. Und dadurch hat das eine sehr enge Zusammenarbeit gegeben, die heute noch tragfähig ist, wo man heute noch miteinander zusammenarbeitet. Und ja, das ist ja sehr positiv. Ja, und es hat jeden einzelnen Partner braucht in diesem Komitee. Also das ist nicht nur von uns, von der EDU, das ist mir schon ganz klar. Also wir haben da wirklich starke Leute hinter dran, die uns unterstützt haben, und zwar tatkräftig im Sammeln und finanziell. Und denen gehört auch ein grosser Dank, sonst wären wir heute nicht da. Mhm. Ja, wie gesagt, oder? Es ist am Anfang hart gelaufen. Es waren dann auch wenige Leute gewesen, überhaupt zu entscheiden, wie geht man weiter, wenn am Anfang so wenige Unterschriften gekommen sind. Heute hat man die Abstimmung und die Diskussion. Aber eigentlich sind es wenig Leute gewesen, die da am Anfang gerissen haben. Hat es da auch Momente gegeben, wo man verunsichert war und nicht gewusst hat, wie geht es weiter? Also etwa am 10. März, so irgendwo dort, haben wir mal miteinander telefoniert und ganz intensiv miteinander telefoniert. Ist es eigentlich Geld rausgeworfen, wenn man jetzt Beglaubungen lassen, wenn wir ja noch so wenige Unterschriften haben. Und wir haben dann aber gesagt, nein, die Leute, die bis jetzt schon gesammelt haben, die haben es verdient, dass man auch Beglaubungen tut. Und dann haben wir auch weiter herum gefragt, die anderen Organisationen, und dann haben wir entschieden, es wird beglaubigt. Mhm. Und zwar beglaubigt, auch wenn man eigentlich noch sehr, sehr wenige Unterschriften hatte, ich denke, oder noch nicht einmal 20'000. Und dann hat sich das, aber dann, wie wir vorhin schon, wie du schon gesagt hast, hat sich dann das plötzlich in einer außerordentlichen Art entwickelt. Wir sind plötzlich zu Unterschriften gekommen. Ich weiss an einem Montag, dass ich in etwa 4 Postkisten kam und am Dienstag vielleicht etwa 6 und am Mittwoch ist auf halben Postwagen voll Postkisten gekommen, wo die Unterschriften einfach gekommen sind. Und wir sind von 20 auf irgendwo 50'000 Unterschriften hochgekommen. Eigentlich fast über Nacht. Mhm. Und das war wie eine Bestätigung, das Referendum, das muss sein, das kommt. Und wir haben 70'300 ungerade Unterschriften, haben wir dann das letzte Mal können abgeben. Natürlich hat man dann sehr restriktiv die Unterschriften kontrolliert und ist dann halt irgendwo abgestuft worden. Und das lassen wir. Wir haben mit 67 gültigen Unterschriften sind wir heute in dem Abstimmungskampf. Und das ist etwas, das sehr aufgestellt hat und auch sehr grossen Rückenwind gegeben hat, um in diesem Abstimmungskampf jetzt eben noch durchzuhalten. Ja, gerade die 67'000 Unterschriften, ja, die haben uns dann wirklich in dem letzten Monat die haben uns, wirklich motiviert, weiterzugehen, auch mit dem ganzen Komitee, mit jedem einzelnen Träger, der da dabei ist. Und ja, miteinander haben wir es da können weitertragen und gegenseitig motivieren, um überhaupt reinzugehen. Wir als kleine Organisation gegen das Parlament, sage ich jetzt mal, wo ja eigentlich dafür war. Mhm. Oder dafür immer ist.
Mhm. Und die Beglaubigung, die ist von einer Institution gemacht worden, die das noch nie gemacht hat. Und das hat auch sehr, sehr eine gute Zusammenarbeit der plötzlich hervorgerufen. Eigentlich erstaunlich, dass das funktioniert hat. Wir haben mit einem selber erstellten Computerprogramm Kontrolle geführt. Wir haben die Adressverwaltung gemacht. Und das hat in der ganzen Organisation das so eine Zusammenarbeit gegeben, wo man einfach gemerkt hat, das ist eine gute Sache, für das müssen wir einstehen, mit dem müssen wir arbeiten. Mhm. Und das spüren wir auch heute noch, wie die Zusammenarbeit eigentlich gedreht hat und heute noch dreht und sehr positiv ist. Also man kann sagen, das ist wirklich so eine Welle ein bisschen aus dem Volk gekommen, wo man am Schluss gar nicht gewusst hat, wer hat noch alles mitgewirkt. Das ist vielleicht auch ein gewisses Zeichen, dass unsere Demokratie eben schon einzigartig ist, dass normale Bürger da wirklich auch etwas bewegen mit den Unterschriften, die man einbringt. Und das ist schon ein Musterbeispiel für Demokratie. Eindeutig. Das Problem ist ja bei einem Referendum mit diesen 100 Tagen, bis du nur die Leute mobilisiert hast. Ja. Oder bis du mobilisiert hast, die Unterschriften bekommen hast und alles so genehmigt hast, sind mal die ersten 50 Tage rum. Und dann musst du eigentlich schon entscheiden, ob wir beglaubigen, das haben wir dann gemacht. Und dann, wenn die Leute wirklich auf der Straße sind und ist es auch wärmer geworden, da hätte es vielleicht auch noch ein bisschen geholfen, wenn wir sagen, von der Jahreszeit. Und dann haben wir das können durchbringen. Wir haben dann während der Unterschriftensammlung auch probiert, vom Lager uns nicht gut gesinnt ist, probiert uns irgendwelche Ungereimtheiten vorzuwerfen im Unterschriftensammeln. Wir haben probiert sogar zu sagen, dass sie irgendwo beschissen wurden. Es war ja eigentlich eine Dummheit gewesen, dass man so etwas auf den Weg bringt. Weil wenn Hunderte von Leuten Unterschriften sammeln, kann man nicht einfach beschissen. Das geht gar nicht. Und jeder, der unterschreibt, und jede Frau und jeder Mann, der unterschrieben hat, ist mündig und hat selber unterschrieben. Und die Vorwürfe, die wir bekommen haben, dass sie in Ungereimtheiten gelaufen sind, Unterschriften sammeln. Das war eine Dummheit, aber mit dem muss man leben können. Es war ja vor allem ein Sammler aus der Westschweiz, oder? Ja, ein Sammler hat etwas erzählt, bei dem Unterschriften sammeln, der jetzt einfach keinen Zusammenhang hatte. Aber man muss das nicht dann probieren, das ganze Referendum als unglaubwürdig herzustellen. Das ist falsch. Ja, und dass überhaupt das Referendum gebraucht hat, wie der Bundesrat ist ja eigentlich zuerst nicht für das gewesen, für das Gesetz, klar, oder? Er hat ja eigentlich gefunden, es sei nicht zwingend, oder? Das sagt er nur noch Ultio Ratio, ganz am Schluss müssen wir das noch haben, oder? Und ist ja dann eigentlich eh schon umgeschwenkt, wo der Nationalrat und der Ständerat dafür war. Und darum hätte er es ja da müssen vertreten, logischerweise, wenn das Parlament das beschließt. Mhm. Aber eigentlich ist der Bundesrat, sage ich jetzt mal, auf unserer Seite gewesen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir dann, wenn es um die Sache geht, auch anschauen müssen. Ja, das ist der Bundesrat hat die Gesetzeserweiterung nicht als nötig angeschaut, ja. Völlig richtig. Ja. Und das Referendum ist dann gleich gekommen, weil natürlich schon rechts Lobbying passiert ist, dazumals. Oder? Man hat von Anfang an versucht, Gegner in eine gewisse Ecke zu drücken. Oder? Jeder, der dagegen war, der ist in die Homophobie-Ecke gedrängt worden. Und wo die EDU und andere Organisationen dann gleich auf der Strasse sind, haben sich die Befürworter schon ein bisschen auf dem falschen Fuß verwünscht. Mit dem haben sie irgendwie auch nicht gerechnet. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man recht angegriffen worden ist. Da haben da vielleicht auch so ein paar Erfahrungen, oder? Wo man mit Angriffen zu kämpfen hatte. Ja, wir sind dann auch sehr betitelt worden. Man hat uns als reaktionäre Affen bezeichnet. Und das ist natürlich irgendwie auch. Ich konnte mit dem gut umgehen, weil ich bin mich gewöhnt, um immer objektiv die Sachen anzuschauen. Und wenn es Leute gibt, die meinen, sie müssen mit solchen Aussagen probieren zu kämpfen, dann sollen sie das machen. Aber das zeigt ja etwas von der Freiheit, die man eigentlich einschränken will. Dass, wenn jemand eine andere Meinung hat, probiert man als reaktionäre Affe abzustempeln und eigentlich mundtot zu machen. Und das hat schon gegeben. Mhm. Auf der Strasse beim Unterschriften sammeln war das eigentlich ganz anders gewesen. Die Bevölkerung hat das sofort realisiert, dass das Referendum nötig ist, dass es das braucht. Und in erster Linie auch in den sozialen Medien hat sich das breit geschlagen. Und es war ja schon interessant, wir hatten sehr viele Unterschriftsbögen plötzlich in der Beglaubigung, die irgendwo abgedruckt worden sind, die irgendwo kopiert worden sind, aus dem Internet abgeladen worden sind.
Da konnte man also nicht mehr beschissen. Da ist es genau gelaufen mit dem, was auf dem Unterschriftsbogen war. Das war sehr positiv. Mhm. Ich denke, im Gesamten gesehen ist das ganz eine gute Sache. Ja, das ist auch zu sagen, wir sind ja eigentlich immer, im Gegenteil eben zu diesen Ausdrücken, haben wir nie solche Ausdrücke gebraucht. Nein. Wir haben wirklich eine sachliche Ebene gesucht und haben die, behaupte ich jetzt auch mal, gut gefunden und auch vertreten. Und das ist uns auch wichtig. Wir wollen nicht die Homosexuellen angreifen als Personen, sondern wir wollen das Gesetz angreifen, mhm, wo wir dagegen sind. Es geht nicht gegen Person, ganz klar gegen das Gesetz. Und darum können wir auch sachlich argumentieren. Mhm. Ganz klar. Ja, das ist wirklich auch ein Verdienst, wo man muss sagen, es ist eigentlich eine faire Auseinandersetzung im Grossen und Ganzen gewesen. Das ist richtig, und das war von Anfang an Strategie gewesen vom Komitee, genau, weg vom Emotionalen und mehr auf die Sachlichkeit. Richtig, ja, eindeutig. Ja. Weil das sind unsere, das sind ja auch unsere Argumente. Wir müssen nicht angreifen, wir haben Argumente. Mhm. Wie gesagt, das Referendum ist dann schliesslich geglückt, nach all diesen Phasen des Zittern, auch, eben mit sehr vielen Unterschriften, die grosse Reserve gegeben. Ist jetzt auch ein Moment gegeben, oder, wo man gesagt hat, mit dem hat man nicht gerechnet, oder? Da war die Erleichterung wahrscheinlich schon gross gewesen. Also der Moment, da ist mir noch absolut die beste Erinnerung, wo wir plötzlich so viele Unterschriften hatten und plötzlich die Schwelle gemacht haben, dass wir über 50'000 raus sind, wo man plötzlich gemerkt hat, das ist jetzt kein Problem mehr, das konstant, das war ein Moment gewesen, da haben wir auch geteilt miteinander und ja, haben auch gesagt, das ist jetzt wirklich etwas, das man festhalten muss. Ja. In Erinnerung wird das mir immer bleiben. Das ist wirklich etwas, was sehr tief gegangen ist. Und wo aber auch Früchte trägt. Da bin ich ganz sicher, das Schweizer Volk hat erkennt und sieht das und weiss das, dass man uns nicht einfach Handschellen anlegt und Mundverbände anlegt, sondern vielmehr einfach in der Freiheit wo können weiterleben kann. Ja, die 67'000 Unterschriften waren gleichzeitig auch Motivation gewesen. Einsteigen in den Abstimmungskampf. Ist das ist ganz klar. Also, eben, zuerst haben wir Anfang März gedacht, kommt es überhaupt, dann ist so viel noch gekommen. Dann haben wir mal diskutiert, wenn wir überhaupt noch alle beglaubigen. Dann haben wir gesagt, nein, wir sind das durch. Wir haben den Schritt A gemacht, machen wir Schritt B. Und jede einzelne Unterschrift, die hier beglaubigt, abgehackt werden, ist für uns eigentlich ein Auftrag, um zu kämpfen dafür, mhm, für das Nein. Mhm. Ich habe noch in Erinnerung, dass am Anfang viele gesagt haben, ja, es ist eigentlich nicht richtig, dass man die Erweiterung reinnimmt. Das ist in sich auch nicht stimmig, dass das unter Rassismusstrafnorm geht. Oder? Mhm. Aber der Tenor ist ja weit verbreitet gesehen, das hat keine Chance, der Zeitgeist ist klar. Hat das nie eine Rolle gespielt, dass man gedacht hat, haben wir vor dem Volk überhaupt eine Chance oder nicht? Ja, wir können nicht auf den Zeitgeist gehen. Wir haben, glaube ich, eine andere Wertung von uns her. Wir finden es nicht richtig, dass man einfach einen Teil tut, hier neu erfinden, also reinnehmen ins Gesetz, die sexuelle Orientierung. Da könnte man ja noch andere Sachen reinnehmen, oder? Da könnte man Leute mit dem Handicap noch reinnehmen, die auch ihre Angriffe bekommen und so weiter und so fort. Da gibt es noch x Viertel. Wieso nehmen wir nur einen Teil rein? Mhm. Und darum ist es eigentlich für uns klar gewesen. Und darum kämpfen wir dagegen, als schlussendlich wieder jeder Schweizer vom Gesetz gleich ist. Mhm. Jawohl. Wo die Abstimmung, also wo die Unterschriftensammlung durch ist, oder ist jetzt klar geworden, die Abstimmung ist jetzt am 9. Februar. Wir gehen jetzt voll aufs Thema rein. Um was geht es? Wir haben jetzt einiges schon ein bisschen angetönt. Es war eine ganz interessante Phase gewesen, eben die Unterschriftensammlung. Darum war es spannend gewesen, das mal zuzuhören, auch von aussen, oder, wie das so passiert ist. Macht sicher auch den Leuten daheim vielleicht ein Stück weit Mut, oder? Wie etwas gleich zum Erfolg werden kann, wo man am Anfang nicht denkt. Und früher hat das Komitee auch die Erweiterung mit einem ganz bestimmten Begriff tituliert. Das mir von Anfang an gesagt, das ist ein Zensurgesetz. Und der Begriff hat das Komitee auch durchgezogen, immer vom Zensurgesetz geredet. So, dass es eigentlich auch noch interessant ist, dass viele jetzt das auch miteinander verbinden. Also ist das schon ein gewisser Erfolg, dass wir das Gesetz so in die Richtung bringen können? Ich denke, mit dem Wort Zensurgesetz sagt man eben ganz klar, was es eigentlich ist. Dass die Erweiterung, die bringt nicht irgendwem einen riesen Vorteil, sondern sie zensuriert die übrige Schweizer Gesellschaft. Das zensuriert und darum ist der Name Zensurgesetz eine Top-Erfindung. Das ist ein sehr guter Name, den man dort geben konnte. Und mit dem Namen tut man sich heute mit dieser ganzen Gesetzeserweiterung
tut man sich identifizieren. Das ist heute einfach so. Man redet von Zensur. Und es ist eben auch eine Zensur. Das ist einfach, es zensuriert uns, es zensuriert Schweizer Volk. Und mit dem Namen weiss man heute, über was dass man abstimmt. Mhm. Ist ganz klar. Ich habe das unterstützt, was Hans gesagt hat. Wir wollen keine Zensur. Wir sind immer in der Schweiz. Und in der Schweiz darf man noch das freie Wort sagen. Aber selbstverständlich, das freie Wort soll nicht die Leute beleidigen oder so. Für das sind wir ganz klar dagegen, dass das passiert. Also da müssen wir, glaube ich, keine Sekunde darüber Nein. diskutieren. Aber für das haben wir ja heute schon Gesetze. Genau, das ganz für das klar, haben wir ja heute ja. Gesetze schon. Und die sind in unserem genügend, oder? Mhm. Genau, da kommen wir vielleicht auch gerade ein bisschen zu dem Thema, das in den letzten Monaten zu reden gab. Und zwar tun ja jetzt die homosexuellen Verbände stark beklagen, dass es mehr Übergriffe gibt. Also im Westen muss es da schlimme Übergriffe gegeben haben. Es sind wieder mehr Fälle, mit oder ein bisschen suggerieren, dass die Schwule- und Lesbenfeindlichkeit zugenommen hat. Jetzt, was entgegnet ihr da drauf? Oder? Es ist ja aus ihrer Sicht logisch. Sie wollen mehr geschützt werden und haben das Gefühl, für das brauchen sie das Gesetz. Was entgegnet ihr deren Argument? Also die 10-20-Minuten-Bilder, die man gesehen hat von diesem jungen Mann mit der verblüteten Schnuddernase, da hat man ja nie gewusst, wer eigentlich dort geschlägelt hat. Mhm. Sicher ist es, dass man ja im Milieu, in dem homosexuellen Kreis, dass man dort Schlägelte hatte. Aber es ist ja möglich, dass das sogar unter sich eine Schlägelte gegeben hat. Dass es gar nicht von außen, wie man dann sofort gesagt hat, ja, irgendwelche Rechtsextreme haben geschlägelt. Nein, ich denke ganz klar, das sind möglicherweise eigene Leute sind. Mhm. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, man hat probiert in den Medien oder auch in der ganzen LGBT-Lobby, haben wir probiert, halt auch mit allem Werbung zu machen. Da denken wir, da haben wir einfach einmal mit der ganzen Kindergarten-Diskussion. Man hat probiert mit möglichst vielen Übergriffen, die man plötzlich in den Raum gestellt hat, wo aber gar nie der Hintergrund klar war. Mhm. Also ihr sagt, es ist gar nicht so das Problem. Also als erstes ist für mich ganz klar, also ich verurteile jeden Angriff, körperlich oder auch mündlichen Angriff auf eine homosexuelle Person. Das verurteile ich als ganz klar. Und für das gibt es eben heute schon Gesetze. Wie die Angriffe, ob das mehr oder weniger sind oder früher, kann ich nicht beurteilen, muss ich fairerweise sagen, oder? Aber es gibt auch andere Angriffe, eben Frauen werden belästigt und so weiter, da haben wir ja auch keine Statistik, oder? Und da sind natürlich jetzt Statistiken gemacht worden, auch im Hinblick auf das Gesetz, aber das kann belegen, bei anderen Orten fehlen uns die Zahlen. Darum können wir nicht belegen, ist es nur bei den Homosexuellen, auf dieser Richtung, aber gibt es bei anderen auch eine Vermehrtheit? Ich kann es nicht beurteilen, aber ganz klar, wir verurteilen die Angriffe. Mm. Also ich mindestens, genau. Ganz sicher auch. Und wie gesagt, Gewalt ist ja bereits strafbar, dass die ja. Gegner nicht lügen, oder? Das ist ja. Völlig. Sie tun es zwar ein bisschen suggerieren, wenn sie da die Beispiele bringen und jetzt brauchen wir das Gesetz. Aber was dort häufig ein Argument ist, wer Hass verbreitet, das fällt eben für Gewalt. Und darum braucht es jetzt ein Gesetz, das Hass unter Strafe stellt. Was entgegnet ihr darauf? Grundsätzlich stimmt das ja, wo Hass verbreitet wird, tut das der Weg ebnen für Gewalt. Das würde ich auch noch, das denke ich, ist auch so. Aber wir bekämpfen ja nicht, oder wir sind ja nicht dafür, dass man Hass freigibt. Dass man Hass grundsätzlich verbreiten darf. Das geht gar nicht um das, sondern vielmehr, wir sind überzeugt, dass man mit der Erweiterung der Rassismusstrafnorm viel mehr Probleme schafft, weder dass man sie löst. Also die jetzige Hassverbreitung mit der heutigen Gesetzgebung, die ist klar verfolgbar, die kann man klar anzeigen, die kann man klar verfolgen. Und mit der Erweiterung wird noch viel mehr werden Gerichtsfälle hervorgerufen, die es eigentlich im Moment gar nicht gibt, die es gar nicht braucht. Und die Unsicherheit wird grösser mit dem Gesetz da wieder vorgezogen, oder? Es weiss noch niemand ganz klar, was ist denn strafbar und was nicht. Ich meine, die Stammstichfrage sind das beste Beispiel. Da der eine Jurist sagt, ist nicht strafbar dran, sagt ja. Oder das heisst, wenn jemand Freund zulassen kann, ist strafbar, wenn nicht. Aber wie laut muss ich reden, als jemand Freund jetzt hier bei uns Trainer kann zulassen? Also gehört das ich sagen und dann bin ich, kann mir verurteilen, so etwas würde ich sagen. Mhm. Oder nicht. Also die Unsicherheit wird wesentlich grösser, wie davon überzogen. Und ein Stück weit, Willkür ist ein böses Wort, werde ich nicht gerade als Willkür sagen,
Aber mir ist dann wahrscheinlich fehlt die Handhabe für eine klare Gesetzesgrundlage. Mhm. Ja, in der Ausführung. Also, der Stammtisch, den wir hier immer haben auf Schweiz 5, das ist wahrscheinlich einer der öffentlichsten generell. Ja. Da gehen ja 100.000 Leute zu oder noch mehr manchmal. Also, aber es ist schon ein richtiges Thema, oder? Der Bund im Abstimmungsbüchlein geschrieben, genau. Stammtischgespräche, die sind ausgenommen. Genau. Das sind privat. Und haben sie es eigentlich richtig angetönt. Wir hätten schnell die Gerichtspraxis müssen zur Rat ziehen und die sagt, alles, was jemand am Nebentisch kann mithören, das ist öffentlich. Genau. Also hat der Bund da auch Fehlinformationen verbreitet? Ich denke, es gibt beide Meinungen. Das Stammtischgespräch als solches, das ist ja nicht strafbar, ist nicht das Stammtischgespräch allein. Aber die Zuhörer, das ist wirklich den Öffentlichkeitscharakter. Und wenn man in einem Restaurant schaut, irgendeine grüne Wand, hinten dran hockt jemand, man sieht den vielleicht nicht einmal. Oder in Teichen noch weiter, es kann Servicepersonal sein, das zuhören kann, dann ist das eben öffentlich. Und das ist eine Problematik, wo man hin. Man weiß nie mehr ganz genau, wo werde ich belauscht, wo werde ich beobachtet. Und wenn ich belauscht oder beobachtet werde, dann ist es öffentlich. Dann ist das Stammtischgespräch öffentlich und ist sehr, sehr gefährlich, wenn man sich denkt. Und dann kommt noch dazu, wie muss ich reden? Oder wie laut muss ich reden, als es öffentlich ist, wenn der Nachbar kann hören am anderen Tisch? Mhm. Oder ist es auf diesen Tisch beschränkt? Also, eben darum sage ich, von mir aus gesehen, gibt es mehr Probleme damit wieder ohne. Und es gibt Probleme und gibt den Hass daraus. Ja, den das Hass ist eigentlich eben. Genau das Verkehrte. Ja. Ja. Ja, das wird wieder jemand müssen auslegen in einem ja, Gericht. Genau. Was ist jetzt öffentlich? Ja. Und die Diskussion ist dann auch, ist ein Witz noch erlaubt? Ab wann ist ein Witz strafbar oder nicht? Das fällt tut man eigentlich auch auf, oder? Ja, man macht über niemanden mehr Witz als über Blondinen. Oder? Und über die macht man Witz und die schützt man dann nicht. Also irgendwo durch sind wir da schon ein bisschen nicht ganz gerecht in dieser Gesellschaft. Da wird nicht jeder gleich angeschaut. Der Witz am Stammtisch, der ist öffentlich, wenn jemand zuhören kann. Ist einfach so. Das hat das Bundesgericht entschieden. Mhm. Der Öffentlichkeitscharakter ist gegeben, wenn jemand zuhören kann. Oder es geht auch in der SBB. Ich denke, wenn das Militär heimfährt und ein paar junge Rekruten in einem Abteil ein bisschen den Löw machen miteinander und irgendjemand muss dummen Spruch laufen lassen, wenn dort jemand zulässt, im Kuppen nebenan, dann ist das, meine Damen und Herren, öffentlich. Das ist jetzt Verrückte. Oder? Ja. Und eigentlich sind wir immer mit einem Fuß in der Falle, ein falsches Wort, und dann klappt sie zu. Und dann haben wir das Problem, dann haben wir das Verfahren im Haus. Und das Verfahren im Haus ist ja nicht einfach nur, wenn man heute eine Anklage hat. Nein, man wird vorgeladen, man wird verhört, man wird einvernommen. Und dann kann das lang gehen, wo das Verfahren eigentlich hängig ist. Und mit dem muss man dann noch lernen leben. Das wird dann ganz schwierig werden. Und das kann jeder, es kann auch jemand, der in der LGBT-Lobby ist, treffen. Dass sie irgendwo etwas gesagt hat, man hat gar nicht gemerkt, dass er, ja von der, dass er so denkt. Aber er hat vielleicht etwas gesagt, wo er das Verfahren im Haus hat. Und da bin ich der Meinung, wir müssen uns doch nicht einfach bewusst oder unbewusst Handschellen und Mauverbände anlegen und anziehen, wo wir dann darunter einfach das Problem haben. Ja, wir reden immer von der freien Schweiz, von der Meinungsfreiheit und so weiter. Die Meinungsfreiheit soll gelten. Aber selbstverständlich nicht in einer Art, die man jemanden beleidigt. Da würde man dagegen wehren. Ja. Aber es soll doch auch mal ein Witz möglich sein. Eben, meine, wir als Christen, wir werden auch jemanden als Stündler hergestellt. Oder ich weiß auch nicht was. Und das, ja, können wir die auch anzeigen. Also, nein, wir machen ein Tor auf, wo einfach bombdenkisches Dorf wird, oder? Oder könnte missbraucht werden. Ja, und wie erwähnt, das ist eigentlich kein Bagatelldelikt, oder? Die Strafe auf einen Verstoß gegen diese Strafnorm, die ist bei 3 Jahren Gefängnis, kann bis zu 3 Jahre Gefängnis. Also ein Stück weit auch ein bisschen übertrieben, oder? Und das ist eben das Offizialdelikt, der Strafe, der Artikel 161 ist ihm als Offizialdelikt. Und was heisst das genau? Das Offizialdelikt heisst, dass man eigentlich nicht muss einen Strafbeweis bringen, sondern man muss eine Anzeige machen. Also das heisst, man muss bei der Staatsanwaltschaft oder über die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Vermutung, die Äußerung anbringen und dann ist der Staat verpflichtet,
das aufzunehmen und das Verfahren einzuleiten. Das heisst also, die Polizei muss Verhör machen. Plötzlich hat man im Briefkasten das Gouverneur antraben beim Untersuchungsrichter. Und dann muss man das, hat man dort mal so angeklagt. Ja. Es gilt wohl die Unschuldsvermutung, das nützt gar nichts, wenn man dann vielleicht 2 Jahre lang ein Verfahren im Haus hat und nicht weiss, wie das rauskommt. Mhm. Und das ist eine Problematik. Die Schwelle wird sehr tief angesetzt, wo man schnell den Nachbarn, die Nachbü oder eben den Stammtischbesucher oder den im Coupé der SBB kann vor Gericht ziehen. Mhm. Und der hat das Verfahren im Haus. Und der leidet darunter, weil jedes Gerichtsverfahren ist eine riesige Belastung, die es gibt. Mhm. Auch wenn man eigentlich weiss, mir kann nichts passieren, ich habe nicht zu viel gesagt, ich bin im Recht. Aber ich habe das Problem, ich habe ein Verfahren im Haus und mit dem muss ich leben können. Ja, du musst Zeit einsetzen und alles. Du brauchst Zeit, du brauchst Energie, es ist belastend und alles. Und also das muss man schon gesehen, das kann einschneiden geben. Und du musst deine Unschuld beweisen können, oder? Kommt man dazu hin, oder? Mhm. Ja, es ist auf eine Art eine Vorverurteilung, die da passiert. Medien berichten darüber und der Reputationsschaden ist schon angerichtet, auch wenn das Verfahren nach ein paar Monaten eingestellt worden ist. Genau. Die Leute daheim interessiert sicher auch, was sind jetzt die konkreten Fälle? Wo werden die Grenzen gezogen? Was könnte ich sagen, wo mich allenfalls in Probleme bringt? Und ich würde gerne mal ein bisschen die Fälle einsteigen. Ein Thema ist schon leicht angetönt worden, das wahrscheinlich zu einem Verfahren führen wird. Das war der Fall Lenzburg. Könnt ihr uns vielleicht kurz erklären, was dort genau passiert ist? Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe und in Erinnerung habe, war es, als zwei homosexuelle Männer in einen Krippenplatz gesucht haben für ihren Sohn oder ihr Mädchen, einfach für ihr Kind, sagen wir mal. Für Zwilling. Oder für Zwilling, ja. Danke Hans, für die Zwilling. Und die Krippenleiterin hat das abgelehnt, wegen dem Familienbild, das sie präsentiert haben, also zwei homosexuelle Männer zusammen. Und dann hat es da den Prozess darüber gegeben und ich bin der Meinung, dass sie dann verurteilt werden. Was weißt du noch? Ja, ich habe es ein bisschen anders mitbekommen. Die Truppenleiterin, die hat ihr Pensum, hat ihre Schulplätze, hat ihre Kinderplätze, Krippenplätze voll gehabt. Und jetzt hat sie voll gehabt und hat gesagt, ich kann das nicht aufnehmen, ich kann euer Zwilling nicht aufnehmen, weil ich habe voll. Aber ich kann euch etwas bieten, am Mittwochnachmittag oder irgendeinem Nachmittag habe ich weniger Kinder. Ah. Dann könnt ihr die noch bringen, dann geht das noch. Dann hat sie dann irgendwann auch noch gesagt, das ist ja das Problem, das sind ja fremdsprachig, die Kinder. Ich kann sie von dort her auch einfach nicht, weil sonst komme ich mit meinen anderen Kindern, die ich jetzt schon in der Krippe habe, werde ich denen nicht mehr gerecht, wenn ich so viel Zeit brauche. Hat dann im Laufe des Gesprächs auch gesagt, ja, es würde wahrscheinlich unter den Kindern schon Diskussion geben, weil sie schliesslich alle haben, ein Papi und eine Mami. Das würde dann schon Diskussion geben, die plötzlich einfach Kinder erzähle, wir haben 2 Papis. Und einfach das Familienbild, das sei schon, das würde wahrscheinlich zu Diskussionen führen unter Kind. Sie hat nicht gesagt, ich nehme die weg, wegen dem Familienbild, Kind nicht. Dann ist man gegangen zu den Medien oder Presse und hat dann einfach gesagt, die hat Kind, unser Kind nicht genommen, weil wir homosexuell sind. Mhm. Und das ist schlichtweg nicht wahr gewesen, nur hat dann die Krippenbetreuerin also längere Zeit gar nicht können äußern, weil sie einfach am Boden kaputt zerstört ist, weil sie eben ein Verfahren eigentlich am Haus hatte. Und hat dann nachher Problematik, wo sie sich dann endlich können äußern und im Stand gewesen, sich zu äußern, hat sich dann herausgestellt, es ist ganz anders gelaufen, als dass man in den Raum gestellt hat. Aber wir haben das einfach gestohlen und ich weiß nicht, wie es dieser Frau heute geht. Ich hoffe einfach, sie hat sich erholt und hat längst gemerkt, dass sie viele Leute haben, die hinter ihr stehen und das ganz anders angeschaut. Ja, das ist richtig gesagt worden. Es hat, wo das bekannt worden ist, ist eine riesige Protestwelle durch die Schweiz. Das haben die alle angegriffen, dass sie so eine homophobe Spielgruppenleiterin. Das ist richtig öffentlich gegrillt worden. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich sehen, wäre jetzt die Erweiterung in Kraft, sexuelle Orientierung, dann müsste gegen die Frau ein Strafverfahren eröffnet werden. Weil da geht es um eine Dienstleistung, um ein Angebot, das grundsätzlich öffentlich ist. Wenn wir das aufgrund von der Orientierung von der Eltern nicht gewähren,
gibt es ein Verfahren. Jetzt hat ja die Frau nachträglich dort, andere Gründe geschildert und gesagt, das sei gar nicht so. Dann wäre das wahrscheinlich eingestellt worden, das Verfahren. Aber weil es eröffnet worden wäre, ist die Frau dann schon mal an Rand gedrängt, oder? Das ist wahrscheinlich Problematik. Ja, und eben auch, wie es Hans gesagt hat, die Frau hat das so belastet, das ist auch, was ich gesagt habe. Das ist eine Belastung für eine Person. Und sowieso, wenn sie dann das gar nicht gemacht hat und da öffentlich Anfragen gestellt wird. Also, wer ist denn ein Pranger, oder? Das ist klar. Also, ja. das müssen wir dann schon noch fragen. Oder kann denn die Frau die anzeigen, wo sie angezeigt haben? Mhm. Also, man kann ja immer auf beiden Seiten vom Ross runterfallen. Mhm. Genau, und da sind wir eigentlich schon in einem Feld jetzt bei dieser Vorlage. Da geht es gar nicht um Hassverbrechen, sondern um den Absatz 5, die sogenannte Dienstleistungsverweigerung. Also neu wird, wer eine Dienstleistung wegen gewisses Vorbehalt nicht erbringen will, der macht sich auch strafbar. Und da gibt es ja das berühmte Beispiel mit dem Tortenbäcker, in Amerika ein Fall gegeben, der gesagt hat, er tut jetzt für die homosexuelle Hochzeit keine Torte backen, eben weil er das nicht unterstützen will. Aber in der Schweiz wären ja da wahrscheinlich viele andere Fälle auch denkbar. Was wären das etwa so für Fälle? Also ich denke, was mir ganz persönlich sehr Mühe macht, ist, wenn irgendwelches Adoptionsbüro, das Kindadoptionen organisiert, einem homosexuellen Paar kein Kind zur Adoption geben. Wenn das publik wird, dass das, weil es ein homosexuelles Paar ist, publik wird, dann bleibt denen nichts mehr anders über den Boden zutun. Das ganze, die ganze Vermittlung, die sie jetzt vielleicht über Jahre sehr positiv gemacht haben, nicht mehr können zu machen. Oder sie werden sicher ein Verfahren im Haus. Das ist eine Situation. Ja, es geht vor allem in Gewerbefreiheit. Es gibt ja auch die Büro, die Partnervermittlungsbüro, die dann vielleicht nicht bereit wären, zwei homosexuelle oder zwei lesbische Personen zusammenzuführen. Müssen die das Büro zutun? Ich weiß es nicht, ich kann nicht beurteilen. Ja, aber es wäre ja dann wahrscheinlich die Quintessenz. Wir haben ja kein Gerichtsurteil, wir wissen noch nicht, wie das geurteilt wird. Aber rein theoretisch nach dem Absatz 5 wäre es so, oder? Oder der, der die Wohnung nicht will, der homosexuelle oder lesbische vermieten. Aber wenn ich jetzt eine Wohnung besitzer bin und die jemand vermieten, darf ich dann nicht selber entscheiden, wem ich die vermieten will. Also wie weit habe ich denn noch Gewerbefreiheit? Wir haben doch Gewerbefreiheit in der Schweiz. Bin der Meinung bis heute. Ja, oder wenn ich als Arbeitgeber plötzlich eine Stelle ausschreibe und ich habe 2-3 Bewerbungen, das könnte eigentlich sehr positiv sein, oder auch vielleicht 20 Bewerbungen und jetzt lese ich 3 raus und in den 3 Bewerbungen habe ich Vorstellungsgespräche und im Vorstellungsgespräch sagt mir jemand, wissen Sie, ich bin homosexuell, also ich bin fest, ich bin unter Dach, ich zügle nicht so schnell weg, mein Freund wohnt ja da, wie auch immer. Und ich würde als Arbeitgeber sagen, ja, das ist sehr gut, das ist eure Privatsache, wir gehen jetzt ins Geschäft, wie könnt ihr das erledigen, wie bringt ihr das? Und dann würde ich ein paar Tage später, möglicherweise muss ich ja 2 absagen, wenn ich nur einen anstelle und es sind 3 Bewerbungen, und ich würde es absagen und würde auch dem, der homosexuell ist, absagen, weil er fachlich vielleicht einfach schwächer ist oder weniger ins Bild passt. Und wenn ich das machen würde, kann der Homosexuelle ganz sagen, ich habe ja genau gemerkt, als ich dem gesagt habe, ich sei homosexuell, hat das Gespräch gerade eine Wandlung gemacht und ich habe genau gewusst, ich werde nicht angestellt. Also folgendessen laufe ich vor, dass ich plötzlich vom Untersuchungsrichter einen Brief bekomme oder von der Polizei vortrabe, Diskriminierung, der hat den nicht angestellt und die nicht angestellt, weil sie homosexuell sind. Ja. Und das ist eine enorme Einschränkung und eine riesige Gefahr für KMU-Betriebe. Ja, und wer ist denn schlechter gestellt, oder? Wenn es das Beispiel, das du gesagt hast, Hans, mit den 3 Leuten, die sich bewerben, einer ist homosexuell, nicht? Du nimmst den vielleicht nicht, wenn er homosexuell ist, also schon ein klein. Also ich habe im Geschäft würde jetzt einen also ich habe einen Lernenden, der homosexuell war. Ja, mir auch. Der war ein guter Mann, gewesen, der ist ein guter Arbeiter, der hat gut geschafft, ich habe mit dem heute noch Kontakt. Und ja, der ist weitergegangen, das ist ja gut. Also, aber alles war gut. Aber wer ist denn schlechter gestellt? Dann haben ja die eigentlich, wie soll ich sagen, einen gewissen Vorteil anderen gegenüber, oder?
Das ist klar. Weil sie immer das Argument können bringen können, das die anderen nicht können bringen können. Obwohl er einfach vielleicht nicht ins Team passt. Mhm. Wegen irgendetwas, oder? Ja, die möglicherweise Qualität auch nicht bringt. Ja, so oder so. Eventuell ich auch nicht, ja. Ich denke, wir arbeiten im Schottensatzbereich und da brauchen wir Leute, die wirklich einfach ein umfassendes Denken haben, wo man manchmal andere Maßstäbe ansetzen muss. Das heisst nicht, dass jemand, der homosexuell ist, das nicht bringen kann, aber möglicherweise bringt es eben jemand besser oder jemand anders anders. Und ich würde wahrscheinlich nicht einmal im Team dann sagen, der hat homosexuelle Äußerungen gemacht, sondern wir urteilen und beurteilen Bewerbungen nach den Fakten, die da liegen und fertig. Mhm. Also da habt ihr das Gefühl, dass die Strafnorm dann eigentlich das gesellschaftliche Leben vergiften könnte? Dass man immer dauernd mit einem Bein schon fast in der Kiste ist? Also mindestens wird es nicht einfacher, behaupte ich jetzt mal ganz klar. Und das ist für alle, die irgend in Kontakt kommen, eben Gewerbetreibende, ob es ein Bäcker ist oder irgendein Handwerker oder ein Prisant, ist egal. Du kommst immer in die Zwischtie. Und das muss wirklich nicht gegen die Person sein und du bist immer, du musst wirklich jedes Wort dreimal überlegen und das kann ja nicht sein. Genau, da kommen wir vielleicht auch noch auf einen ganz entscheidenden Punkt, nämlich auf das christliche Menschenbild. Das ist auch eine grosse Debatte. Was können Christen mit Bezug auf die Bibel in Zukunft überhaupt noch sagen? Weil sie in der Bibel einfach jetzt einmal Stellen hat zur Homosexualität und die von vielen nicht als völlig normal angeschaut wird. Wenn jetzt aber beispielsweise der Bischof von Sion ist das ein Thema, das in einem Interview mal gesagt hat, für ihn sei Homosexualität eine Schwäche der Natur, die geheilt werden kann. Er würde sich gemäss dem Rechtsgutachten von Zukunft CH würde sich strafbar machen. Jetzt ist der Bischof ein Hassprediger, oder? Ja, oder sind die Christen, die das Bild vertreten, verbreitet die Hass? Wir haben in der Schweiz Glaubens, Gewissens, Freiheit. Und Glaubensfreiheit, die heisst, dass ich glauben kann, was in der Bibel steht, dass ich glauben kann, was im Römer 1 von Paulus ganz klar steht. Dort ist über die Homosexualität sehr viel geschrieben. Das steht in der Bibel. Und wenn wir das anfangen zu zensurieren, wenn man das anfangen, dann hat jeder Pfarrer, jeder Priester, aber auch jeder Evangelist und Prediger, jeder Pastor hat das Problem. Es hat Teile in der Bibel, wo er nicht mehr darf, darüber predigen. Wenn jemand in der Kirche sitzt, dann ist es ein öffentlicher Raum. Ja. Und wenn das dort öffentlich ist und der sagt, liest darüber eins, wo wirklich über die Homosexualität einiges geschrieben ist, dann läuft er Gefahr, dass er ein Verfahren überkommt. Das hängt ein, aber es hängt einfach auch viel mehr ein. Es hängt auch Leute, die wirklich sich nach dem christlichen Glauben ausrichten im persönlichen Leben, auch die engt es ein. Das ist eine Gewissensfreiheit, wenn jemand ein Gewissen hat, wo er einfach das oder dieses oder das andere nicht gut heissen kann oder einfach vielleicht irgendwo probiert, etwas zu sagen, dann läuft er schon vor, dass die Falle zuschnappt. Und das engt ein, das verändert die Gesellschaft, das verändert das christliche Bild. Es ist ja so, speziellerweise ist zum Beispiel die reformierte Kirche jetzt für die Erweiterung. Können Sie sich das erklären, oder? Wenn man jetzt den Hans Moser gehört hat mit seiner Begründung? Also ich persönlich kann es selbstverständlich nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht erklären, wieso die reformierte Landeskirche, also mindestens ihre Obrigkeit dafür ist. Ich bin selber in der reformierten Landeskirche. Und bei uns ist es Leute, die auf beiden Seiten selbstverständlich Leute auch in unserer Gemeinde. Das darf auch sein, da sind wir in einer freien Schweiz, das darf sein. Wieso, was der Herr Locher und die SCA das so entschieden hat, das kann ich, nicht SCA, Entschuldigung, die reformierte Kirche so entschieden hat, das kann ich nicht beurteilen. Und zieht sie mehr. Für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar, wenn man Kirche, wie es der Hans vorhin gesagt hat, die Bibel, wie es der Hans vorhin gesagt hat, eigentlich so ausleitet, dann sollte man doch auch hier vor einem Schutz sein, wie man eben, wie er auch schon gesagt hat, unter der Gewissens- und Religionsfreiheit leben in der Schweiz. Wieso darf man denn das nicht zitieren, was dort drin steht? Wieso kann man sich dann strafbar machen? Ja, man muss ja wahrscheinlich eben dort den Unterschied machen.
die Kritik, die steht, die richtet sich nicht gegen den Homosexuellen an sich, genau, sondern einfach gegen das Verhalten. Richtig. Aber das Gesetz würde eigentlich die Unterscheidung verunmöglichen, weil sie alles zu einem Hass dort deklarieren. Ja. Das ist eindeutig so. Es geht in der Bibel nie darum, dass es gegen eine Person ist. Ja. Es geht nur gegen, wenn wir jetzt schon das Thema hin, muss ich da ein bisschen tiefer gehen, es geht gegen die Sünde oder gegen das, was die Natur, was Gott in der Schöpfung nicht wollte. Das geht einfach ganz klar darum, ob jetzt Gott wirklich bewusst homosexuelle Leute geschaffen hat oder nicht. Oder das tue ich absolut nicht. Das tue ich nicht mehr äußern darüber, das kann ich nicht beurteilen. Aber es geht nur gegen die Tat und nicht gegen die Person. Nie gar nichts. Und darum sind auch wir nicht gegen irgendwelche Mensch oder irgendwelches Gefühl von Homosexualität, sondern wir sind ganz klar für die Freiheit. Wir sind ganz klar für ein positives Beibehalten von unserer Demokratie. Und wir wollen es nicht von irgendwelchen politischen Gegnern mundtot machen lassen, indem wir nicht mehr reden dürfen. Ich komme vielleicht auf ein Thema, das schwieriger ist, aber es ist so, wir stehen kurz bevor der politischen Debatte für Ehe für alle. Mhm. Und da wird natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man dann einfach, da darf man nicht mehr. Da ist man immer diskriminierend, wenn man jemandem nicht den Ehe zugestehen will, auch wenn sie im christlichen Menschenbild einfach anders ist. Ja. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, da wo du jetzt sagst, wenn wir ja nicht eine Person sind, sondern dort, tun wir unsere Argumentation ganz klar auch so aufbauen und auch so ausleben, oder? Ja. Wir schiessen nicht gegen Personen mit Wort oder mit was auch immer, sondern ganz klar gegen die Art. Aber es gibt noch viele andere Sachen, die mich stört, die eine Person macht. Aber Personen als solches, ja, die akzeptiere ich selbstverständlich. Genau, man kann da unterschiedliche Meinungen haben. Ja. Es ist einfach wirklich halt auch ein zentraler Punkt bei dieser Abstimmung, weil es einen Eingriff hat in das christliche Verständnis von sich äußern. Ja. Oder? Ja. Darum ist es wichtig, dass wir das auch angesprochen haben. Wir haben wie immer schon nicht mehr so viel Zeit. Die Sendungen gehen immer so schnell vorbei. Und darum möchte ich gerne so gegen Schluss auch noch ein bisschen auf aktuell sein gehen. Da ist nämlich ja sehr viel wieder passiert im Zusammenhang mit dieser Abstimmung. Und zwar hat sich ja jetzt anfangs von dieser Woche eine grosse amerikanische Firma auch noch eingeschaltet und sich in den Abstimmungskampf eingemischt. Coca-Cola hat am Montag angefangen mit grossen Inseraten auf der Zeitung 20 Minuten, wo sie da für Vielfalt, diskriminierungsfreie Schweiz mit Regenbogenfarben geworben hat. Und jetzt sagen sie, das war gar keine einmischige Abstimmungskampf gewesen. Ja, kommentieren das, Sie das, Herr Haldimann? Also für mich ist das ganz klar ein einmischiger Abstimmungskampf. Ob das ein Grosskonzern wie Coca-Cola darf oder nicht, das sei dahingestellt, das werden wir dann können später beurteilen, wenn wir dann nachweisen müssen, von wo unsere Spenden auch kommen. Und ob das auch jeder drin gehört, das wird eine ganz interessante Diskussion. Aber Coca-Cola soll doch, wenn sie so viel da anleiten, dieser Freiheit von der Homosexualität, dann sollen sie doch auch wirklich eine Tat tun. Und sollen Coca-Cola zurückziehen in den Ländern, wo Homosexualität verboten ist. Es sind 69 Länder auf dieser Welt. Oder sie sollen sogar Cocky nicht mehr dort verkaufen, in den 7 Ländern, wo es sogar Todesstrafe dafür gibt, für die Homosexualität. Dann sind sie glaubwürdig. Und wenn sie das machen, Chapeau. Aber auf diesen Punkt warte ich noch. Aber sie haben noch Zeit bis zum 9. Februar. Das ist wahrscheinlich unrealistisch. Das Geld ist ja immer noch im Vordergrund, oder? Ich befürchte es. Aber da tun sie sich ja selber entlarven, oder? Sie auf der einen Seite sagen sie, sie nicht politische Werbung machen und auf der anderen Seite tun sie sich gleich nicht konsequent verhalten. Sie tun nur in der Schweiz, wo man wirklich noch Freiheiten haben heute, tun sie sich einmischen. Aber dort tun sie nicht ganz klar sagen, ja, dann tun wir uns hier zurückziehen, wir können das nicht unterstützen. Also ist das ein Stück weit auch ein Marketing-Gag? Ja, sicher. Aber möglicherweise geht der Gag eben wirklich hinten raus. Weil also jeder Mann merkt ja,
dass es ja nicht normal ist, dass sich plötzlich so eine Weltfirma in einen schweizerischen Abstimmungskampf in diesem Rahmen einmischt. Wo ich also denke, wie du jetzt gerade gesagt hast, wo Coca-Cola wirklich dann unglaubwürdig ist, weil sie in anderen Ländern, wo es ganz anders aussieht, dann Coca-Cola verkaufen und zum Geld verdienen. Also das kann ja nicht, das kann ja nicht sein. Das ist. Aber das wird sich zeigen. Aber wenn du so von Gewerbefreiheit redest, Coca-Cola ist frei, das zu machen. Die Leute sind dann wahrscheinlich auch frei darauf, wie sie reagieren. Ja, ich hoffe, dass da sehr viele Leute klar darauf reagieren. Aber das wird natürlich einfach irgendwann noch wieder vergessen werden. Sicher ist, dass wenn so etwas vorfällt, dass man sich schon muss Gedanken machen muss, wie geht's. Wo ist denn unsere Freiheit? Unsere Freiheit, wenn wir einen Schokoladier, der sich engagiert für ungeborenes Leben, dann plötzlich einfach abstraft, indem man nicht mehr mit im Geschäft ist. Also da sprechen Sie auch eine ganz interessante Entwicklung an. Das ist ein ganz frischer Fall. Die Fluglinie Swiss hat entschieden, dass sie die Zusammenarbeit mit der Chocolatier Lederach beendet. Und so wie es rausgeschienen hat, sind ihnen die negativen Medienberichte zu viel geworden. Genau. Also, könnte man sich ja auch fragen, wer ist jetzt eigentlich diskriminiert? Ja, ganz klar. Also prinzipiell muss ich schon sagen, sind wir für Gewerbefreiheit theoretisch, praktisch hat Swiss das Recht, Gewerbefreiheit auszuüben. Aber das Argument ist eben genau das Falsche dafür, oder? Wir sehen jetzt eigentlich gerade das dagegen sein, oder? Kann sich dann die Firma auch gegen Swiss wehren? Sie sind ja ausgrenzt, wie sie es auch unterstützen, also die Gegenpol. Also, oder können sich nur die auf der anderen Seite wehren vor Gericht? Also Gewerbefreiheit, da hast du vollkommen recht, die hat ja Swiss. Aber die Medien hat jetzt total etwas Falsches ins Feld geführt. Genau. Oder? Sie haben dann plötzlich gesagt, das ist ja wegen der Unterstützung vom Marsch fürs Leben oder eben wegen dem Zensurgesetz. Und das ist ja die Argumentation. Die Firma Lederach hat einen Weg eingeschlagen, wo sie eben Freiheit haben. Wo sie wirklich Freiheit haben und sie dürfen sich für ein Marsch fürs Leben einsetzen, dann ist es falsch, wenn man dann wegen dem abstraft oder wenn man dann eben in den Medien diese negativen Berichterstattungen macht. Und das ist eine Problematik. Wenn sich Cocchi darf einmischen, darf sich der Herr Leder, die Firma Leder auch einmischen und etwas anderes unterstützen. Also wenn schon, müssen sie beide Ellen gleich lang sein. Sonst haben wir dann ein Problem miteinander. Müssen jetzt also die Swiss aus ihren Linienflügen das Coca-Cola verbannen. Das wäre jetzt, eine super Quintessenz. Ja. Dann wäre die Swiss glaubwürdig auch wieder, oder? Ja. Nur ist der Unterschied, Lederach jetzt vor allem privat gemacht. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ja. Die Firma hat ja nichts damit zu tun, eigentlich, oder? Nein, aber die Firma tut man quasi bestrafen. Wir sind schon fast am Ende. Mich würde zum Schluss noch interessieren, was man jetzt so in den letzten 9 Tagen vom Abstimmungskampf überhaupt noch machen kann. Haben da alle Leute schon abgestimmt oder fällt es jetzt erst richtig an? Was ist jetzt noch geplant bis zum 9. Februar? Also sicher ist, dass in den kommenden 9 Tagen noch ein sehr grosser Prozentsatz wird abstimmen. Und wir sind überzeugt, dass man mit allen Mitteln muss noch engagiert bleiben muss, um den Abstimmungskampf weiterzuführen. Aber ich bin ja ebenfalls überzeugt, jetzt müssen wir auch irgendwann mal das Go lassen. Ja. Also ist ganz klar, der Abstimmungskampf läuft bis zum 9. Februar, irgendwie morgen um 10 Uhr, wenn die Urnen dann geschlossen werden. Und bis dann, also jetzt haben wir so lange geschafft daran, jetzt müssen wir nicht kurz vor Ziel hören. Der 100 Meter Läufer hört dann nicht bei 90 Meter auf. Er sagt auch 105 Meter. Und das werden wir auch bis am Schluss werden wir ins Volle einsetzen dafür und dafür. Wir letzte Nacht haben wir noch ein sehr grosses Interview gehabt. Wir haben einige Sachen, die jetzt noch laufen, wo man aktiv bleibt. Und interessanterweise, auch heute hat noch jemand Plakat bestellt, wir haben noch Zeitungen bestellt, wir merken, die Leute sind noch sehr aktiv. Und wir haben noch 9 Tage, wir haben noch ein paar Tage, wir bleiben aktiv. Jetzt ist es so, dass die Umfragen in dem Sinn ja eigentlich klar sind für ein Ja im Moment. Und da ist mir vor allem bei dieser Schweizer Radio- und Fernsehumfrage noch ein bestimmter Umstand aufgefallen. Und zwar, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Mhm. Bei den Frauen sagen gemäss dem Stand von der letzten Woche 74% Ja. Und bei den Männern sind es nur 55%. Ja. Kann man sich das irgendwie erklären? Oder wird man jetzt in den letzten 9 Tagen noch speziell die Frauen ansprechen? Ich habe
können irgendwo Einsicht haben in so einen Fragebogen. Und dort drinnen fragt man, sie sind auch der Meinung, oder sehen sie das auch so, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, der Meinung, dass man Hassreden muss verbieten. Das ist eine Situation von der Fragestellung. Fangfragestellung. Und dass Frauen und Männer nicht gleich reagieren in anderen Fragen auch, das ist jetzt nur einmal Tatsache. Das dürfen Tatsache bleiben. Ja, und ist ja, eigentlich zeigt es das ja auch, dass wir eben unterschiedlich sind. Ja, natürlich. Und wenn zwei unterschiedlich sind, dann tun sie sich positiv ergänzen. Ja. Wir werden unseren Kampf oder die letzten 9 Tage nicht müssen auf Frauen ausrichten müssen, um die zu überzeugen. Wir müssen an allen Fronten kämpfen, wir müssen die Männer noch weiter überzeugen. Und die 55% können auf 38 drücken. Und dann werden wir schlussendlich gewinnen können. Mhm. Danke euch beiden vielmals für das Gespräch, für die angeregte Diskussion. Ihnen, liebe Damen und Herren, danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben noch einen guten Einblick noch gefunden, haben sich gewisse Argumente auch noch anhören können zu dieser wichtigen Frage, die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft wird haben. Ich danke auch herzlich wiederum meinem Aufnahmeteam von Schweiz 5, das wieder für die reibungslose Produktion der Sendung verantwortlich ist. Schweizer Zeit am Fernsehen sehen Sie wieder am nächsten Freitag. Wie immer am Freitag oben am 9 Uhr auf Schweiz 5. Danke Ihnen vielmals, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.